Vor kurzem haben Wissenschaftler etwas Faszinierendes entdeckt. Schrödingers schwarze Löcher. Diese ohnehin schon unheimlichen Objekte haben sich als noch unheimlicher erwiesen, weil sie in mehreren Zuständen gleichzeitig existieren können. Aber was bedeutet das? Schwarze Löcher sind die rätselhaften Titanen unseres Universums. Manchmal hat man das Gefühl, je mehr man über schwarze Löcher erfährt, desto weniger weiß man über sie. Entdeckt wurden sie erst vor kurzem, im 20. Jahrhundert, und seitdem haben wir überall im Universum verschiedene Arten von schwarzen Löchern gefunden. Ihre Größe reicht von der einer Kleinstadt bis zu unvorstellbaren Dimensionen. Ihre wichtigste Eigenschaft ist jedoch ihre gewaltige Masse. Eine Studie hat gezeigt, dass schwarze Löcher außergewöhnliche Quanteneigenschaften besitzen. Paradoxerweise können sie gleichzeitig schwer und leicht, groß und klein, tot und lebendig sein. Letztes hoffentlich nur in der Theorie. Aber der Kern der Entdeckung ist, dass jedes schwarze Loch gleichzeitig in allen möglichen Zuständen sein kann. Klingt seltsam, oder? Was bedeutet das eigentlich? Dieses Konzept, die Fähigkeit, alles gleichzeitig zu sein, ist in der Wissenschaft nicht neu und wird von Physikern als Superposition oder Zustand der Unbestimmtheit bezeichnet. Es wurde zuerst von Quantenphysikern bei winzigen Quantenteilchen entdeckt. Sie stellten etwas sehr Merkwürdiges fest. Solange wir ein Teilchen nicht beobachten, existiert es buchstäblich in allen Zuständen gleichzeitig. Erst wenn eine Interaktion stattfindet, zum Beispiel eine Beobachtung oder eine Messung, entscheidet das Teilchen, in welchem Zustand es sich befindet. Hier ist ein Beispiel. Stell dir vor, du hast einen Ball in einer Kiste. Du weißt nicht, wie er aussieht. Solange der Ball in der Kiste ist, hat er alle Farben gleichzeitig. Erst wenn du ihn aus der Kiste nimmst, entscheidet er sich für eine Farbe. Das passiert sofort, du merkst es nicht. Für dich war der Ball immer blau. Ziemlich gruselig, oder? Und es wirft viele Fragen auf. Zum Beispiel, wie merken die Teilchen, dass sie beobachtet werden? Wie entscheiden sie, in welchem Zustand sie sind? Und wie sieht unsere Welt eigentlich aus, wenn wir nur sehen, was wir sehen? Natürlich hat diese Entdeckung in der Wissenschaft für Aufsehen gesorgt. Kein Wunder, klingt sie doch ein wenig ungewöhnlich. Das dachte sich Anfang des 20. Jahrhunderts auch der Physiker Erwin Schrödinger. Ihm erschienen die Ideen der Quantentheorie geradezu absurd und er beschloss, sie in Frage zu stellen. Er hat ein berühmtes Experiment durchgeführt, von dem du wahrscheinlich schon gehört hast, auch wenn du nichts von Wissenschaft verstehst. Ja, das berühmte Experiment mit Schrödingers Katze. Worum ging es in diesem Experiment? In dem Experiment sitzt eine Katze in einer verschlossenen Kiste. In der Kiste befindet sich ein Behälter mit einem giftigen Gas und einem speziellen Mechanismus. Jede Stunde besteht eine 50-50-Chance, dass der Mechanismus den Behälter öffnet, das Gift freisetzt und die arme Katze tötet. Wenn nicht, bleibt die Katze unversehrt. Keine Panik, das ist alles rein hypothetisch. Keine Katze wurde verletzt. Aber stellen wir uns vor, wir sperren eine Katze in eine Kiste und warten eine Stunde. Zeit, das Ergebnis zu überprüfen. Und jetzt kommt der interessanteste Teil. Was glaubst du, wie diese Situation in unserer normalen Welt ausgehen würde? Wahrscheinlich würde der Behälter innerhalb einer Stunde entweder offen oder geschlossen bleiben, was das Schicksal der Katze besiegeln würde. Dann könnten wir den Deckel öffnen und die Antwort erfahren. Doch in der Quantenphysik ist alles noch viel seltsamer. Sie besagt, dass die Katze in der Kiste gleichzeitig lebendig und nicht lebendig ist, bis wir sie öffnen. Mit anderen Worten, das Universum selbst weiß nicht, was es mit der Katze anfangen soll. Es ist, als wäre das arme Tier in der Kiste zwischen zwei Welten hin und her gerissen. Und wenn man den Deckel öffnet, wählt das Universum ein zufälliges Ergebnis des Experiments aus. Warum hat man das einem armen Kätzchen angetan? Nun, zuerst wollte Erwin Schrödinger zeigen, wie dumm das alles ist. Doch dann bewies er versehentlich, dass die Quantenphysiker recht hatten. Die Situation wurde ziemlich lustig. Es ging so: Haha, diese Quantenphysiker haben keine Ahnung, wovon sie reden. Nach ihrer Logik müsste die Katze in meiner Kiste gleichzeitig lebendig und nicht lebendig sein. Moment, Moment. Oh, sie haben ja recht. Schrödinger erhielt 1933 den Nobelpreis. Allerdings nicht für diese Entdeckung. Im Jahr 2022 erhielten drei weitere Wissenschaftler den Nobelpreis für eine andere Entdeckung auf diesem Gebiet. Es waren Alain Aspect, John F. Clauser und Anton Zeilinger. Sie erhielten den Preis für ihre Experimente mit verschränkten Quantenzuständen.
Was sagt uns das alles? Ich denke, wir müssen jetzt nach Erklärungen in einer Art quantenmechanischer Magie suchen. Leider ist die Menschheit noch nicht weit genug entwickelt, um eine dieser Theorien zu testen. Noch nicht. Aber wir haben eine Menge guter Hypothesen. Die Theorie der Paralleluniversen zum Beispiel ist einer der Versuche, dieses Phänomen zu erklären. Erinnerst du dich an den Ball in der Kiste? Klar. Die Theorien der Multiversen besagt, dass es unendlich viele verschiedene Realitäten gibt. Wenn du also nicht weißt, wie der Ball aussieht, existiert er irgendwie in diesem interdimensionalen, ungewissen Zustand. Aber wenn du die Kiste öffnest und den Ball anschaust, wirst du in eine zufällige Realität versetzt. Zum Beispiel in eine, in der er blau ist. Das klingt unglaublich, aber es ist aufregend. Gut, aber warum brauchen wir all diese Infos gerade jetzt? Was hat das mit der jüngsten Entdeckung zu tun? Die Wissenschaftler dachten sich, wenn sich schon die winzigen Teilchen in unserem Universum so verhalten, wie sieht es dann erst mit den riesigen Objekten im Weltall aus? Und so richteten sie ihre Instrumente nicht auf den Mikrokosmos, sondern auf den fernen Weltraum. Der amerikanisch-israelische theoretische Physiker Jakob Bekenstein schlug als erster vor, dass schwarze Löcher dieselben seltsamen Eigenschaften haben könnten. Diese Theorie musste jedoch noch getestet werden. Die Forschung selbst zielte darauf ab, eine Verbindung zwischen Quantenteilchen und schwarzen Löchern zu finden. Die Forscher erstellten eine Computerstruktur, in der sie ein simuliertes Quantenteilchen direkt außerhalb eines riesigen simulierten schwarzen Lochs platzierten. Am Ende zeigte sich, dass schwarze Löcher in mehreren Zuständen gleichzeitig existieren können. Sie können zum Beispiel unglaublich massereich sein und gleichzeitig überhaupt keine Masse haben. Und jedes dieser mysteriösen Raumtore kann gleichzeitig mehrere Massen haben. Die Modellierung hat gezeigt, dass diese überlagerten Massen tatsächlich in bestimmten definierten Bändern oder Verhältnissen liegen, wie von Bekenstein vorhergesagt, erläutert die Physikerin Magdalena Zich die Studie. Was das alles bedeutet, ist noch nicht ganz klar. Und auch dem Verständnis, wie unser Universum funktioniert oder was im Inneren von schwarzen Löchern vor sich geht, ist man mit dieser Entdeckung alleine nicht viel näher gekommen. Wir haben nur eines erkannt. Alles um uns herum ist viel komplizierter und fantastischer, als wir denken. Wer weiß, vielleicht sind schwarze Löcher ja Portale zwischen diesen Paralleluniversen. Im Moment ist es unmöglich, das zu widerlegen. Insgesamt hat uns das Universum wieder einmal gezeigt, dass es rätselhaft und unvorstellbar ist. Es bleibt zu hoffen, dass wir in Zukunft wenigstens einen kleinen Teil davon verstehen werden.